Das sind Lucio und Cornelius von La Siesta. Hallo. Die beiden hängen Lucios neuen Hängestuhl in seinem Wohnzimmer auf. Dazu verwenden die beiden das patentierte Befestigungsset für Hängestühle mit einem ganz besonderen Haken, der das Gewicht auf mehrere Bohrlöcher verteilt und so optimalen Halt gewährleistet. Auch an Lucios Decke, die ist nämlich leider etwas porös. Dank der optimierten Gewichtsverteilung kann er sich jetzt endlich den Traum eines Hängestuhls in den eigenen vier Wänden erfüllen. Das Set besteht aus einem Haken, drei Schrauben, drei Dübeln und einem Polyesterseil mit 2 Metern Länge. Zum Befestigen benötigt ihr nur eine Bohrmaschine und einen Bleistift. Los geht's, ne? Erster Schritt. Finde den richtigen Platz für deinen Hängestuhl, zum Beispiel im Wohnzimmer. Schritt 2. Markiere dir die Bohrlöcher mit dem Bleistift. Und dann bohren. Nach dem Einsetzen der Dübel kannst du zum Festschrauben des Hakens natürlich auch einen Akkuschrauber benutzen. Jetzt nur noch das Seil an den Hängestuhl knoten und aufhängen. Das Seil schiebst du von unten durch die Führung des Hakens und hängst die Schlaufe ein. Fertig. Und jetzt entspannen. Die La Siesta Home Rope ist ein vom TÜV Rheinland geprüftes Befestigungsset zum Anbringen von Hängestühlen an der Decke und made in Germany. Genau wie der universelle High-End-Dübel von Würth. Mit seinem patentierten Dübelschaft macht er es endlich möglich, Hängematten an nahezu allen tragenden Untergründen anzubringen. Zum Beispiel Beton, Vollstein oder Hohlkammerstein. Mit der Universalschraube kannst du die La Siesta Home Rope außerdem an Holzdecken und Holzbalken befestigen. Der offene Deckenhaken sorgt dafür, dass du den Hängestuhl schnell ein- und aushängen kannst, mit nur einem Handgriff. Die La Siesta Home Rope ist für eine Belastung von bis zu 200 Kilogramm zugelassen. Der patentgeschützte Haken sorgt dabei für maximalen Komfort und Sicherheit für dich und deinen Hängestuhl.